Willkommen zurück. Das ist der Steinblock Cup. Ja, ihr werdet sagen, ist es nicht ein Wump oder ein Twomp? Nee, leider nicht, ne? Der Wump, denkt mal an Wurms Wuchtwall, da gab es auch diese blauen Viecher. Aber die Wumps waren diese steinernartigen, wo auch der König Wump auf der Spitze war, wo man auf dem Rücken Stampfattacken machen muss, ne? Das sind Wumps. Twomps sind die man aus 2D Jump-Runs kennt, die runterfallen, und das sind Steinblöcke. Die fallen auch so runter, auch wenn man nicht runtersteht. Twomps fallen ja immer runter, wenn du in die Nähe kommst. Die heißen im Deutschen einfach nur Steinblock. Der Witz ist, das ist halt verwirrend. Ach so, guck mal. Im Englischen nennt man die trotzdem Twomp. Deswegen heißt der Cup originalerweise Mario 64 Twomp Cup. Tatsache. Also im Englischen unterscheidet man zwischen den Twomps, also sind es auch Twomps. Ihr könnt sie also auch als Twomps bezeichnen. Aber im Deutschen heißen die einfach Steinblock und deswegen nenne ich die Steinblock Cup. Heute das Gedöns hier. Ja, Fire Palace, nostalgische Bowsers Festung, Compact Highway und Sunset Rocks mit Luigi. Pack's an. Wir racen, wir haben nur noch 5 Cups. 5? Wir haben nur noch 6 Cups. Okay, Fire Palace. Fire Palace. Der Feuerpalast. Habe ich gut übersetzt, oder? Bin schon ein Englisch-Genie. Et du trop. Geile Mucke. Das ist Bowser Castle, ne? Also naheliegend, aber die Mucke fängt doch so an. Ich kenne die gar nicht mehr so richtig. Fire Palace. Was ist hier verlangt? Schöne Decke? Schöne Stühle? Schön geworfen? Ja, ist ein typisches Bowser Castle, ehrlich gesagt. So mit diesem Garten- und Außenbereich denke ich sogar ein bisschen an Mario Kart 64. Hier so, wenn du so rausfährst. Ja, warum nicht? Cool. Luigi, man kennt ihn. Ist auch eine relativ kurze Strecke, hätte ich gesagt. Fein. Also ich habe wirklich den Verdacht, seit wir diesen 1.02 Cup gemacht haben. Das war dann eine neuere Version und da wurden Cups hinzugefügt. Offensichtlich. Weil seitdem gibt es keinen krassen Reise mehr nach unten von der Qualität. Seitdem waren alle Strecken mindestens... Okay. Ich würde schon sagen, gut. Seitdem waren mindestens alle Strecken mindestens gut. Auch die hier. Es ist halt eine komplett eigene Strecke. Natürlich darf man so ein paar Elemente benutzen, die es schon gab im Spiel. Aber ich glaube, die Texturen sind relativ neu. Wenn nicht, dann erkenne ich sie nicht. Stühle. Ich weiß nicht, warum nur Stühle in dieser Burg stehen. Aber kommt schon. Andererseits hatte ich auch mal gewarnt vor, dass die Strecken so gut werden, dass sie langweilig werden, ne? So richtig mainstreamig. Mal im Auge behalten, aber man kann die Strecke nicht als schlecht bezeichnen. Kann man nicht machen. Aber nicht irgendwelche komischen Sprungpilz-Kombinationen in Tod und keine Ahnung. Ihr habt es ja selbst gesehen. Was heißt denn jetzt nostalgische Bowsers Festung? Was ist denn hier nostalgisch? Alles klar. Deswegen auch der Steinblock Cup. Die Mario 64 Twomps. Ja, das ist schwierig, die Mario 64 Twomps. Also SM64 stand da. In der offiziellen Wikipedia-Seite von Wines Custom Track Pack. Was? Bei Wikipedia? Nee, irgend so eine Mario Kart Community Wikipedia. Die gab's halt auch dann in unmittelbarer Folge in Mario Kart 64, ne, ganz klar. Und in Mario Party auch. Im ersten Mario Party sind mir die blauen Viecher ein Begriff. Nicht nur aus einigen Minigames, sondern auch auf der Map, wo man die bezahlen musste. Guck mal, die Dschungel-Map von Mario Party. Da musste man die Wumps bezahlen. Geh baden, Warmbadetag. Und die Fischer musste man bezahlen bei der Yoshi
Strecke, hätte ich gesagt. Beim Yoshi Brett. Ach, wie man hier hochfährt, hat absolut was. Ja gut, es gehört halt zum originalen Mario Kart Wii, ne? Dass Mario Kart 64 Bowser's Castle geremastert wurde. Man hört es auch an der Musik. Ich mag es auch, ne? Mario Kart 64 Bowser's Castle hat was für sich. Hier mit schönen Bildern. Da frage ich mich aber, hätte man die Steinblöcke, Tromps, nicht importieren können? Sahen die nicht in Mario Kart Wii irgendwie, naja, besser aus? Danke für die Wegweiser, die braucht's. Trotzdem ein bisschen schlecht. Ja, ist jetzt schon eine eher große Strecke, aber ja. Voll im Rahmen, nostalgische. Ich hätte jetzt gedacht, da sind vielleicht so 8-Bit-Sachen mal wieder am Start. Wie das eine Mal, wo die Super Mario Bros. 1 Blöcke mit dabei waren. Die Frage heute für euch, Community-Interaktivität. Leute, ab in die Kommentare. Was war denn das erste Mario, das ihr gespielt habt? Und was war das erste Mario Kart, das ihr gespielt habt? Ja, also formulieren wir es so, wann könnt ihr euch entsinnen, wann ihr zum ersten Mal die Kontrolle über den Klempner in der Latzhose übernehmen konntet? Und wann seid ihr zum ersten Mal auf einem Kart oder ähnlichen Vehikel Mario Kart gefahren? Ich kann nicht oft genug betonen, ja, ich bin erstmal ein Sega-Kind gewesen, absolut. Meine Familie, die hat eigentlich nicht viel für Zocken übrig gehabt, ne? Also Also es gab ja in den 80ern so Spielhallen und sowas, da waren sie nie groß vertreten. Oder die alten Automaten, das war nicht meine Family leider. Mutter, Tante und so, das waren eher so die Partyfraktionen in der Tat. Ja, und mein Vater, Onkel und so weiter. Ja, die typischen mit Bierpulle und am Qualmen die Coolen, die über den Fußball reden. Aber da kommt das Ganze ins Rollen. Die Stelle rieche ich halt nicht, ne? Und irgendwann war das halt eine coole Sache, ne? So eine Sega Mega Drive Konsole. Da ist Fußball so realistisch. Ja? Wenn du den Ball ins Netz schießt, zappelt das Netz. Boah. World Cup Italia 90. Habe ich letztes testet. Das war der Grund. Ich meine, ich wäre früher oder später eh aufs Zocken gekommen, aber die haben sich aus dem Grund beide kollektiv, mein Vater und mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, haben sich einen Sega Mega Drive geholt. Aber da war nicht nur World Cup Italia 90 dabei, es waren 4 Spiele im Sega Mega Drive. Ja. Ein Modul mit 3 Spielen drauf, nämlich World Cup Italia 90, Columns, das war, sagen wir, ein Tetris-Klon. Wobei man es eher mit Dr. Mario vergleichen sollte, weil man halt die Sachen aneinander reiht. Und Super Hang-On, so ein Motorrad-Arcade-Spiel. Und noch ein einzelnes Modul für das sagenumwobene Sonic the Hedgehog. Da der 1-2-jährige Markus das vermutlich auch... Nee, 2-2-2. Da der 2-jährige Markus es vermutlich auch sehr interessant fand, durfte er ein bisschen am Sega rumdrücken, durfte Sonic spielen. Ich erinnere mich, wie mein Onkel sagte, dass es hieß damals, ich hätte so gelacht, wenn ich die Ringe eingesammelt habe. Ach, guck mal, wie süß er lacht. Ja, so fing's an, Freunde. Jetzt seht ihr mal, was ihr aus mir gemacht habt. Ein Videospiel-Monster, ein Süchtigen. Ja, das muss einfach schon in der Spanne gewesen sein. Ich weiß, als Sonic 2 erschienen ist, war ich auch gerade mal 3 Jahre alt, aber ich kann mich daran erinnern. Gibt ja Leute, sagen, du kannst dich erst ab dann und dann erinnern und so.
Vielleicht erinnert man sich in der Erinnerung. Ich kann mich garantiert erinnern, dass ich zu meinem, ja, dritten Geburtstag im Endeffekt, oder was? Weihnachten? Irgendwann sollte ich auf jeden Fall Sonic 2 bekommen. Und während mein Vater auf der Couch schlief, meine Mutter gesagt, da war es auf jeden Fall schon dunkel. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es war. Vermutlich war es gar nicht so spät, wie ich es damals wahrgenommen hatte. Als kleiner Pimpf, der vermutlich noch hin und wieder in die Windel kackt. Dann hat sie gesagt, komm mal, guck mal. Und da war das Sonic 2. Und am nächsten Tag habe ich es auf jeden Fall geschenkt bekommen und musste überrascht tun. Ja, ich erinnere mich. Das war halt ein großer Moment für mich. Da habe ich mich sehr gefreut. Sonic 3 weiß ich auf jeden Fall noch. Das war 1994, das war mein fünfter Geburtstag schon. Habe ich Sonic 3 ausgepackt und habe gesagt, jetzt will ich Sonic 4. Und alle haben gelacht. Ja, ja, so war das. Fun Fact, Sonic 4 kam erst im Jahre 2010, habe ich blind mit euch Let's Played. Und schon insgesamt dreimal Let's Played. Und es hat für viele die Anforderungen nicht erfüllt. Schöne Strecke, by the way, muss man einfach nochmal betonen. Voll solide, voll gut. Ja, das war gar nicht die Frage, ne? Das erste Mario. Und deswegen war ich lange, Also irgendwann hatte ich mal einen Gameboy in der Hand. Und da gab es zwei Spiele. Burger Time Deluxe und Navy Seals mit Charlie Sheen. Und danach kam ich weiß auch nicht mehr, ich habe die Schlümpfe bekommen. Ich würde sagen, zuerst mal Mario gespielt habe ich bei einem anderen, bei einem anderen Onkel, sag ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie das verwandtschaftet ist, genau. Onkel zweiten Grades oder so. Da zu besuchen, der hatte ein Super Nintendo. Ey, irre! Und dann Mario World. Ich glaube, das habe ich sogar noch gespielt, bevor ich Mario auf dem Game Boy gespielt habe. Mario World auf dem Super Nintendo mit Yoshi. Ach, was ein tolles. Das war toll. Ich glaube, Mario World war mein erstes Mario. Ist halt so. Es hat noch ewig gedauert, bis ich ein eigenes Super Nintendo bekam. Und dann bekam ich zwischenzeitlich auch mal bei Freunden für einen Game Boy, den ich ja hatte, auch das eine oder andere Mario ausgeliehen. Die Strecke fühle ich jetzt noch nicht so ganz. Aber mal abwarten. So ein Mario Land und Mario Land 2, das hat man sich dann mal ausgeliehen. Man hat natürlich gespielt wie ein Dödel, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Das war weit entfernt von dem. Guck mal, die Computergegner kommen gar nicht klar. Okay, okay. Ja, und irgendwann habe ich dann halt auch. Ah, da waren meine Eltern schon geschieden, ne? Erst dann habe ich ein Super Nintendo bekommen. Ich habe auf ein. Was war denn mein erstes eigenes Spiel, wo man Mario steuert? Ich sag's euch, es müsste Donkey Kong gewesen sein. Donkey Kong für den Game Boy, das heißt Donkey Kong 1994. Was basiert auf das allererste Donkey Kong, aber irgendwie 100 Level hat. Habe ich Let's Played, habe ich gestreamt, ihr wisst Bescheid. Game Boy Donkey Kong. Na, ist einfach nur Donkey Kong. Nicht Donkey Kong Land, nee, nee, nee. Wo man Mario spielt. Das habe ich dann viel gezockt, ja. Der Witz ist, ich hatte ja auch nicht Super Mario Land 1 und 2, ich hatte Mario Land 3, wo man Wario spielt. Das war zu Grundschulzeiten auch so. Ich spiele Mario Land. Oder so. Was spielst du da? Wario Land. Das ist gar nicht Mario Land. Nee, das ist ja auch Wario Land. Ist das ein gefälschter Mario? Nein, das ist schon richtig. Na, ihr kennt's. Könnt ihr euch vorstellen, vielleicht die Konversation zwischen Grundschülern. Ja, und irgendwann, ich habe viel zu spät einen Super Nintendo bekommen, ne? Weil wir halt komplett Sega-fanatisch waren. Aber ich habe gedrängt, ne? Ich habe gedrängt. Ich wollte es haben. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ja, und dann war Mario World dabei. Und Super Mario All-Stars hatte ich dann. Und da konnte ich halt auch die alten Schinken nachspielen. Ich hatte jetzt gar keine Ahnung, warum die so komisch sind. Guck mal, die manche fahren hier in Abgrund. Computerspiele kommen gar nicht zurecht. Pilot Wings war dabei, also es war dabei, habe ich mit der Zeit bekommen. Dann noch Donkey Kong Country, alle Teile. Super Mario Kart natürlich. Ach, das war schön, die Super Nintendo-Zeit. Als dann das Nintendo 64 erschien, ne? Das wollte jeder haben. Das wollte jeder haben. Und dann ging es los mit Videospielzeitschriften lesen. Die Endzone, und da war ich geprieft, ne? Ab dann wusste ich Bescheid. Da habe ich mein
mein Wissen langsam gesammelt, was ich euch darbringe in Videos. Ich habe schon viele Zuschauer gehabt, die haben halt keine Kindheit gehabt mit Videospielzeitschriften. Die beziehen sich das seit ihrer frühesten Kindheit aus Let's Play-Videos, wie von meinem. Lernen ab und zu mal irgendwas. Ach komm schon, man darf keine Stunts machen hier. Die Strecke ist jetzt die schlechteste seit dem Update. Die gefällt mir nicht so. Das ist mein eigener Geschmack, nö. Ist nicht so ganz. Ja. Dementsprechend bei mir, welches das erste Mario Kart war, auch sehr einfach. Nämlich das einzige, was zu dem Zeitpunkt erschienen war, Super Mario Kart. Ich kann mich erinnern, dass ich es sehr, 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 sehr turbulent fand und sehr furios. Ich fand es einfach total schnell. Ich habe alle 11 Minuten gehabt, was zur Hölle. Ich fand es übelst schnell, ich fand es übelst, was geht da so schnell ab? Ja. Ich kann mich entsinnen, dass da mein Schulkumpel aus der Grundschule halt zu Besuch kam und noch an der Tür war, bei meiner Mutter oder war es meine Oma, und ich im Kinderzimmer extra so laut schrie, so boah, boah, ey. Damit er schon sich denkt, so boah, ist das krass, weil wir hatten es irgendwie bestellt, wir hatten es nicht gekauft. Otto Versandkatalog. Meine Herren. Und dann das große Fiebern auf Mario Kart 64. Oh, das war schön. Das war schön. Deswegen, euer erstes Mario-Spiel, das ihr je gespielt habt. Oder das erste Spiel, das ihr je gespielt habt, wenn ihr es noch wisst. Das erste Mario-Spiel, das ihr je gespielt habt. Und das erste Mario Kart, das ihr gespielt habt. Ab in die Kommentare. Bitte danke, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.